Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ich war auf YouTube wieder unterwegs und dann habe ich gesehen, dass DadSpeakKid ein Video gegen Unge gedreht hat. Viele kennen von euch Unge, Unge hat 2 Millionen Abonnenten und meine Abonnenten haben mich darauf aufmerksam gemacht und sie wollten unbedingt, dass ich mein Video wieder gegen DadSpeakKid drehe. Ja, meine Freunde, ich habe mir das Video angeguckt und ich dachte mir nur so, Digga, Bikir, wieso bist du so hängen geblieben? Ja, egal, Leute, ich will jetzt nicht so viel reden, wir fangen einfach direkt an und ja, meine Freunde, gebt euch. Was geht ab, meine lieben Bikids? Ich bin's, Bikir. Ihr kennt ja den lieben Unge, oder? Ich meine, hallo, der hat über 2 Millionen Abonnenten und ja. Es gibt mindestens 1000 YouTuber, ne, die ein Video gegen dich gedreht haben. Aber du traust dich nicht, einen von denen zurück zu antworten, Digga. Das ist schon peinlich. Du siehst ungefähr 2 Millionen Abonnenten. Oh, bei denen lohnt es sich zu antworten. So denkst du. Und ich kenne dich, Bikir. Glaub mir. Mal schauen wir uns mal an, was er zu sagen hat. Bikir, schau mal schauen. Ich weiß nicht, bist du so geil auf mich, dass du schon wieder auf mich reactest? Ganz YouTube hat schon ein Video gegen dich gedreht, Digga. Denkst du, alle sind geil auf dich? Fremdgehen wegen Bikir. Denkst du, das war jetzt lustig, Digga? Sei mir jetzt ganz ehrlich. Denkst du, das war jetzt lustig? Wie er so hoch guckt, weil er lügt. Ja, Digga. Jeder Mensch, der nach oben guckt, lügt. Du hast vollkommen recht, Mann. Ey, Bro, hast du Hunger? Ja, Bruder, ich hab heute echt keinen Hunger, Alter. Ich hab schon so viel gegessen, Mann. Du hast Hunger, du hast gerade gelogen, du hast nach oben geguckt. Digga, sag mir mal bitte, was für ein Keck du bist, nur weil du gut dastehen willst, Mann. Digga, erstens, er meinte das ironisch, dass du immer nach oben guckst und lügst. Das war ironisch gemeint. Aber du bist ja so hängen geblieben, dass du das immer ernst nimmst. Digga, du sagst zu Unge, dass er nur gut dastehen möchte. Du siehst, bei dir läuft nicht mehr mit den Klicks, auf einmal machst du ein Video. Ich schenke armen Menschen Kleidungen. Schön und gut, das ist ja was Tolles, ne? Aber Digga, wenn du das von deinem Herzen machen würdest, ne, dann würdest du kein Video drüber machen. Digga, für wen machst du das? Machst du das für deine Zuschauer oder was? Wenn ich jemanden auf der Straße was spende, 5 Euro, Digga, denkst du, ich mache ein YouTube-Video draus, yo, ich schenke dir jetzt 5 Euro. Digga, du willst doch gut dastehen, Digga. Wen willst du überhaupt verarschen? Digga, wenn du das ernst meinen würdest, dann würdest du kein Video drüber machen, Digga. Dann würdest du das aus deinem Herzen machen. Und nicht einfach so viel YouTube. Dann war mir nochmal auf einmal klar. Ich muss sie testen. Oh, Bruder, du musst überhaupt nichts. Du musst alles Leben auf die Reihe kriegen, Alter. Manche haten mich, ist gar kein Problem. Ohne Witz, ich komme damit zurecht. Aber Digga, wie kann man dich nicht haten, Alter? Ohne Scheiß. Wir können über 2 Millionen Leute dich abonnieren. Ich soll mein Leben auf die Reihe bekommen, Alter. Was ist los mit dir? Ich mach grad meine Realschule nebenbei YouTube noch. Digga, und jetzt? Bist du was Besonderes oder was? Er feiert sich, weil er Realschule macht und nebenbei YouTube, Digga. Dann wollte ich mal auch gerade meinen Realschulabschluss und jetzt? Du denkst jetzt, du hast irgendetwas erreicht, nur weil du YouTube und nebenbei Realschulabschluss machst, Digga. Er denkt, er ist Albert Einstein, Alter. Und du willst einen 17-Jährigen, einen nicht mal volljährigen Jungen dissen, Alter. Digga, was ist los mit dir? Du bist keine Ahnung wie alt, 23, 25, Mann. Was bist du denn für ein ehrenloser Hund, Junge? Er hat schon viel mehr erlebt als du im Leben. Deswegen möchte er dir wahrscheinlich den geraden Weg zeigen, Digga. Und du sagst, du ein ehrenloser Hund? Wer ist denn hier der ehrenlose Hund, der von seinen Zuschauern Nacktbildern verlangt, Digga? Wer ist jetzt der ehrenlose Hund, hä? Wer? Wir gehen mal auf mit der Scheiße, Alter. Du bist doch selber erst 12. Und dieses Girl ist auch 12. Digga, du bist 12. Hör auf zu lügen. Hör auf, dein Alter zu faken, Alter. Ich glaube, du bist die Missgeburt, wo sich 100-mal wiederholt, nicht ich. Digga, er macht nur Spaß. Nimm das doch nicht alles so ernst. Er weiß, dass du älter als 12 bist, Digga. Junge, was bist du für ein Mensch, Mann? Ich bin 17 Jahre alt. Warum soll ich nicht mit 18-Jährigen schreiben, Mann? Oh mein Gott, Digga. Du bist echt eine Missgeburt. Erstens, Digga, die 18-jährigen Weiber, die mit dir schreiben, Digga, die sehen dich nicht als Bruder, die sehen dich als Schwester, erstens. Und zweitens, Digga, fühl dich nicht cool, nur weil du mit 18-jährigen Weibern schreibst. Und drittens, Digga, dich nimmt so oder so keiner ernst. Ich glaube von den 18-jährigen Weibern auch nicht. Es sei denn, diese Weiber, die müssen auf jeden Fall richtig hängen geblieben sein, Alter. Entschuldige dich jetzt bei den Augenbrauen. Digga, du hast schon in deinem Video Missgeburt und sonst was gesagt und jetzt zensierst du das Wort Spasti. Digga, du zensierst jetzt einfach das Wort Spasti, aber davor sagst du Missgeburt, Keck und sonst etwas, Digga. Was zum Teufel ist mit deinen Augenbrauen los? Das Ding ist einfach, du kleiner Spast, hast nicht mal Augenbrauen, Mann. Digga, ich schwöre auf alles, ich hätte lieber Augenbrauen wie Unge anstatt Augenbrauen wie DadSpeakKid, Digga. Ohne Scheiß, ich check dich ehrlich nicht. Ich meine, ihr müsst euch mal das geben. Der ist über 23 oder so, ich weiß echt nicht, aber safe über 20, das ist schon mal klar. Und willst jüngere, nicht mal vorjährige Menschen dissen, obwohl ich nichts mit dir mal zu tun hatte. Gar nichts, Alter, du kennst mich nicht. Gar nichts einfach. Gar nichts. Du willst einfach nur deine Klicks. Einfach nur deine Klicks, Mann. Er möchte nur seine Klicks. Digga, er hat 2 Millionen Abonnenten, er braucht die Klicks nicht. Und er macht die Klicks nicht auf deinen Nacken. Er reactet auf jeden YouTuber, Digga. Unge hat das auf jeden Fall nicht nötig, auf deinen Nacken Klicks zu machen, Digga. Niemals. Dann hast du so gesehen, ey, ich reacte mal auf ein paar YouTuber, Alter. Erfolg, so, der war dann in den Trends so. Dann dachte er sich, ja, Mann, jetzt zieh ich durch. Alter, der reactet zurzeit nur auf YouTuber, die ganze Zeit, Alter.
Habt ihr gesehen, was er noch dahinter geschrieben hat? Das nennt man 2 Millionen Content. Leo, soll ich dir mal eins sagen? Du hast 170.000 Abonnenten, ne? Und zeigst uns, wie du deine Haare glättest, wie du deine Haare färbst und sonst etwas. Und das nennst du 170.000 Abonnenten Content, oder was? Ist mir ehrlich scheißegal, ob euch dieses Video gefällt oder nicht. Ist mir wirklich scheißegal. Ach so, dann schauen wir mal auf deine Bewertungen. Wieso hast du denn deine Bewertungen ausgeschaltet? Anscheinend juckt dich das doch etwas, oder Bekir? Du bist so ein Schwätzer, ne? So ein Schwätzer. Schon traurig, Alter, dass mich ehrlich YouTuber so einfach grundlos hassen, obwohl sie mich nicht kennen, Mann. Klar, die meisten kennen dich nicht, aber ich glaube, ich kenne dich besser als dein Vater. Digga, ich habe Kontakt zu deinen Kollegen, ich habe Kontakt zu deiner Cousine. Digga, zu deiner Cousine habe ich Kontakt. Und ich habe schon einige Informationen rausbekommen, Digga. Und ich würde mir langsam Sorgen machen, wie es weitergeht, Digga. Denn die Zukunft auf YouTube, Digga, bei dir sieht es auf jeden Fall richtig schlecht aus. Ja, meine Freunde, das ist meine Meinung. Was ist denn eure Meinung? Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Folgt mir auf Snapchat. Hier ist mein Snapchat-Name. Und ja, meine Freunde, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. Kein Kokain, pure Famille. C'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami.